So, wir versuchen es doch nochmal. Leider haben wir jetzt ein paar Boxstops verpasst. Ein paar heißt eigentlich alle der Spitzengruppe. Ja, mit dem Resultat, Thiermann hat 3 Sekunden Vorsprung vor Bichler und dann weitere 7 Sekunden auf den Herrn Müller. Hat sich alles etwas entzerrt. Ja, also wir müssen jetzt mal gucken, ob wir jetzt ein schönes Bild bekommen. Woran das jetzt genau hielt, wissen wir selber nicht, weil kurioserweise die Mitbewerber auf Kanal 2 ein ordentliches Bild haben. Haben jetzt schon hin und her geschraubt, haben schon die Kanäle gewechselt und was nicht alles, um gegenüber irgendwelche amerikanischen Server jetzt zu schonen, zu Testzwecken. Hoffen, dass das jetzt denn noch irgendwann einmal funktioniert. Ich dachte, also falls jetzt irgendwas untergegangen sein sollte, tut uns das leid. Wir müssen uns jetzt auch erstmal wieder den Überblick verschaffen. Und dementsprechend, ist es nun mal so. Ja, rennschehenstechnisch könnte ich sagen, bei den Top-Teams hat man vorne nirgendwo einen Fahrerwechsel gemacht. Einzige Fahrerwechsel, der mir sofort ins Auge sticht, ist Seiter raus, Laditz rein. Da traut man sich was. Ja, die werden sich da Risiko. So, hier, Kappel und Engelhardt, die sind immer noch ziemlich nah beieinander. Also, das tut mich echt jetzt positiv begeistern. Kann man sich eigentlich auch negativ begeistern, Harald? Dann würde ich eher sagen, heißt das anders. Gut, wenn du das sagst, dann soll es so sein. Wir haben jetzt wirklich noch nicht wirklich die wahnsinnige Abwechslung im Stil. Wo jetzt eine Abwechslung kommt, und das ist das, was mich wundert, was ist da los? So ist denn der Jonna jetzt? Warte mal, Replay. Hier muss doch irgendwas gewesen sein. Der Jonna hier noch dahinter wohlgemerkt. Gucken. Das ist das graue Auto. Ah, und da war er im Kies. Alles klar, Frage beantwortet, weiter gucken. So, weil das hat nämlich eben Zisch gemacht und da war das so. Und ah, was war das? Das war das Werbemotorauto. Das war leider das Werbemotorauto. Was ist da passiert? Weit rausgekommen. Jetzt noch nichts zu sehen. Zweite Lesmo. Nochmal leicht. Ja, raus. Oversteering eingeschlagen. Motorhaube ja. Weg. Jetzt auch mit Haufreiheit. Also aerodynamisch jetzt nicht ganz so ausgeklügelt. Nein, ich hoffe nur, dass die jetzt noch keinen Boxenstopp gemacht hatten, die Jungs. Ne, haben sie noch nicht, also die sind kurz vor ihrem Boxenstopp. Restzeit, oben haben wir sie im Bild, 2 Stunden 3. Ja, ich schätze mal, dass Kappel jetzt wohl die Zähne mal kurz zusammenbeißt und dass dann Jung das Auto wohl übernimmt. Mutig mal. Ja, wenn sie mutig sind, der kommt auch davon rein. Ja, ich weiß kann man jetzt auch nicht mehr. War, aber ich denke mal schon, wenn die eh kurz vor dem Boxenstopp war. Ich weiß nicht, ob Jung hätte so oder so gleich gewechselt. Hat den kurzen Bestell. Ich habe übrigens wieder ein Dampfbild. Herrlich. Hörst du mich? Okay. Ich höre dich total gut, ja. Du hörst mich, das ist positiv. Ja, ich habe auch keinen Bildschirm, während ich dich höre. Ist alles super. So, und ich kann auch schon mal sagen, dass der Jung nicht aufs Auto steigt, weil der tut sich noch hier kräftig mit mir unterhalten. Hab keine Lust mehr. Jetzt springt mein Netz hier auch noch total rum. Zum Brechen. Harald, würdest du denn bitte mal das Bild übernehmen, weil die rote Boxenmauer bringt uns nichts und ich kann nicht umschalten? Dann werde ich das auch gerne machen. Dann sind wir auf P10. Obwohl ich da eigentlich gar nicht hin wollte. Aber ich kann es ja mal sagen. Dann mach du mal kurz und ich tu mich mal resetten. Ich bin gleich wieder da. So, hier wollte ich hin, gucken, wann kommt der Herr Engelhardt in die Box. So, wie gesagt, ich bin kurz 2 Minuten weg, ich tue mal mein komplettes System resetten, gleich wieder bei euch.
So, der führende der GT1 ist war an der Box, müsste jetzt langsam wieder rauskommen. Ist durch Zeit, würde ich sagen. Jawohl, er bewegt sich wieder. Gucken wir uns das auch mal an. Da kommt er raus. Wundert mich gerade, warum in der Einblendung stand Schröder mit M Technology, weil das ist natürlich Killerfish Racing. Und jetzt wird es einen Platz dahinter wieder spannender. Da kommt nämlich Engelhardt auf den Herrn Heinen. So, hallo. Ja, ich freue mich. Noch kannst du dich nicht freuen, weil noch sehe ich nichts. Dann freue ich mich nicht. Und jetzt habe ich gerade gedacht, wir kriegen was zu sehen. Und dann geht der Herr Heinen in die Box. Da haben wir es wieder. Ach, Dinomut, hätte ich an dieser Stelle gesagt. So, und der Herr Gödicke müsste ja nochmal. Müsste ja seinen ersten Stop überhaupt mal abliefern. Und der Vorteil ist, ich bin wieder da. Herr Wieland. Ja, an dieser Stelle sei noch mal gesagt, mit wem ihr es zu tun habt. Also, übrigens, das Timing oben am oberen Bildschirmrand, das können wir für heute knicken, weil ich keine vernünftigen Werte mehr bekomme, verständlicherweise. Dementsprechend wird es heute auch kein Timing da mehr geben. Das heißt, wir werden da heute ein bisschen Radio spielen. Hier bedeutet der Harald Ide, hier rechts im Bild, ja, und links der Enrico Schaller. Und tut uns wirklich leid, also das ging heute mal in die Hose, dafür hat es die letzten zweimal so gut geklappt. Und ja, nochmal wie gesagt ein bisschen Radio nebenbei. Die aktuellen Positionen lauten wie folgt: Thiermann vor Bichler, Müller, Wöhlige, Plan, Becker, Laditz. Ui, ist da die Wehr, der Wehr-Lambo wieder quer durch die Parabolika geschossen? Jawohl, da steht einer. Ja, können wir mal kurz gucken. Ja, haben wir da einen Replay? Ja, sicher, sicher. Weil der hat es nämlich ordentlich getan. Der ist relativ schnell durchs Bild gewischt. Hat ein schönes Déjà-vu, aber genau dasselbe wie vorhin in der ersten Runde. Nur jetzt. Richtig ist der Heckflügel dran geblieben. Richtig, ist fest eingeschlagen, trotzdem weniger Schaden entstanden. Richtig, so, trotzdem in die Box. Wer trotzdem die Box, was ist denn da los? Becker ahnt Platztausch. Gab es gerade ein Überholmanöver, das gucken wir uns nochmal an. Nochmal Wiederholung. Angriff Becker. Boah, ja, gut, ging trotzdem gut. Eng, aber hat geklappt. Ja, dafür fährt hier jemand durch Kies. Weiß ich aber nicht mehr, wer das war. Herr Müller. Welcher Herr Müller? Michael Müller. War doch nicht der Michael Müller. Dann war es ein anderer. Ja, so, doch. Nee, kann nicht Michael Müller gewesen sein. Ansonsten, momentan, wo waren wir denn jetzt? Ich brauche jetzt echt gleich hier erstmal eine ruhige Minute, wo mal nichts ausfällt oder nichts gehört ist. Dass ich hier erstmal wieder was sehe. So, Ronny Plan war es übrigens, wurde mir gerade zugesteckt, also praktisch der Bischof von No Limit, der momentan auf Platz 5 liegt. 3 Sekunden hin, Wöhliger. 3,5 Sekunden. Das ist praktisch dieses Auto hier, dieser Bolide, der da jetzt auf. Ui, und da steht der VE. Ja, hat der nochmal geklappt. LMP2, das muss Fleming gewesen sein. Richtig. So, mal gucken.
Aber kann das sein, dass gerade... Brauch's nicht. Ich könnte heute kotzen, ey. So, ich wollte eigentlich original mal. Weiß nicht, sind wir noch im Replay? Nehmen wir sie nicht mehr im Replay. Ja, doch, wir sind im Replay. So, jetzt ist der Herr Gödicke in der Box. Und der Herr Schröder ist aber jetzt schon vorbei. Engelhardt ist auch in der Box. Da könnte sich Gödicke jetzt gerade raus. Ja, Wolski. Oh. Und bei Green Flash hat Matthias Siegel übernommen. Das heißt, man hat Mutfahrerwechsel. Ja, man hat Mut. Bis jetzt auch Fabio Schürmann aus. Weißt du, wann der ausgefallen ist? Ist schon ein bisschen her. Weißt du, warum er ausgefallen ist? Nee, weder eine Info noch ein Bild dazu. Gut. Oh, Engelhardt, die müssen jetzt auch einen Fahrwechsel gemacht haben. Mein Timing spinnt immer zu. Also ich kriege ihn noch in der Box angezeigt, aber es kann nicht stimmen. Aus der Box kommt gerade Tobias Sonnenberg. So, ich gucke mal gerade. Den Markus Vogt hat er jetzt das Auto übernommen. Das ist dann der Bolide, mit der sich befindet im Bild. Guck mal, Markus Vogt, Core on Limit, stand da eben. Ja, eben stand auch, da warst du weg, da stand bei... wer war denn das? Auf jeden Fall stand da M-Technology bei einem GT1 auch bei. Das hat auch nicht gestimmt. Ja. Also kann man das Timing mittlerweile auch vergessen. Mein Glückwunsch ist heute wirklich sehr schön. Also ich bin heute wirklich total begeistert. Ja. Ganz großes Mäuskino. Ich wundere es echt jetzt. Dass noch keiner geflogen ist, gell? Ja, dass die Leute mit Fahrerwechsel alle gut durchgekommen sind. Ja. Also spätestens jetzt sollte man sich entscheiden, der gerade auf dem Auto sitzt, sollte durchfahren. So, ich kriege gerade Geheimtipp auf Platz 16. Warum weiß ich zwar nicht? Nee, das ist nicht Platz 16. Das ist 16. Ja, das haben wir einen Geheimtipp. Oh, der hat's Autochrom. Ah, weil der war nämlich eben schon in der Box. Guck hier, so. Der Technology GT2 steht da dran. Ja, ich sehe es. So. Gucken wir mal, was da passiert ist. Oh, der war schon draußen. Das ist so ein Folgeunfall, weil die Karre nicht mehr fährt. Ja, schauen wir mal zurück. Zurück. Da geht's geradeaus. Da hat er abgehauen. Moment. Eine Verkettung gegeben. Da ist auch Bonnie Plan beteiligt. Der hat nämlich auch noch kaputt. Ja, das gucken wir mal. So, jetzt muss man es haben. Aus der zweiten Lesmo raus. Welcher Platz ist denn Bahn 5? Ja, ganz großes Kino, kann ich dazu noch sagen. Haben sich da berührt. Ganz daraufhin hat der Salé die Biege gemacht. Mhm. Ja, damit hätte man das auch aufgeklärt, was da vorgefallen ist. Klassisches Missverständnis. Und wir sind jetzt übrigens, warum schwankt der Plan immer noch so? Vielleicht will er gucken, ob die Karre wieder fährt. Somit Schröder von 1 auf 6, auf 5 zurückgefallen. Der fällt noch weiter zurück. Ja, da gibt auch aus seiner Sicht schönere Rennverläufe als sowas. Ja, jetzt auf 6, gleich auf 7. Ich habe im Moment auch gerade ein bisschen Blick verloren. Aber das macht nichts. Der kommt schon irgendwann wieder bestimmt. Naja, weit draußen. Ich habe gerade einen Stock in der Box. Ja, das sind aber wahrscheinlich noch reguläre Stops, oder? Ja, das werden reguläre sein. Wobei, kann kein regulärer sein bei einer Stunde 10, eine Stunde 9 Fahrzeit. Glaube ich nicht, dass das regulär ist. Stimmt, wäre knapp drüber. So, was ist denn hier los?
Ah, okay. Babitz fährt gerade wieder raus aus der Box. Da hat nämlich gerade Hausen sich vorbeigeschoben. Ja, jetzt trotzdem mal wieder bei der Fische. Wir machen jetzt trotzdem mal die Position durch, wie es denn eigentlich jetzt aussieht. Also, wie gesagt, Stuttgart hat jetzt übrigens bei. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Wir müssten da mal noch die Boxenstops fertig abwarten. Da ist Fleming im Moment auch noch in der Box. So, und von jetzt wollte ich gerade gucken, was hat man gesagt, Claudio Stuttgart, ne? Er war jetzt zum zweiten Mal in der Box. Wobei ich glaube, der zählt den ersten Boxenstopp eh mit, wenn du aus der Box rausfährst, ne? Nee, es gibt ja auch Leute, die haben null so, stehen, oder? Und was eine ganz andere Information, die ich habe, die ich aber selber hier sehe, ich glaube, Schröder war zu schnell in der Boxengasse. Könnte jetzt leicht sein, dass der gleich noch einmal eine Stop and Go sich eingehandelt hat, beziehungsweise eine Penalty, dass der nochmal durch die Box durch muss, weil da steht nämlich eine 1 hinter dem Namen. Das wäre natürlich dann jetzt verschuldeter Hagelschaden, auch das Auto sieht auch aus wie... Ja, und da macht das nochmal. Noch einmal langsam durch die Box. Wollen wir mal cruisen, ob er da wirklich durchfährt. Und dass er durchfährt, weil er hatte sich da wohl eine Durchfahrtsstrafe kassiert wegen Overspeeding vermutlich in der Box. Ja, und so ist es auch. Ein Traum. Jawohl. So, und er ist unterwegs. Wir haben wieder einen Null. Der Hals ist breit genug. Richtig. Ja, ansonsten direkte Zweikämpfe haben wir nicht. Und jetzt wollen wir doch nur endlich mal zu wie soll ich mich denn ausdrücken, zu den Positionen kommen, wie es denn momentan aussieht. Ist hier nur schon wieder nicht, aber ist egal. Ja, in der LMP1 führt momentan Killer Fish von Benjamin Thiermann vor Motorsport for All Bichler auf Platz 3. Michael Müller von No Limit Team Audi, Mühlecke USA, Plan No Limit Peugeot, Becker VRS, Becker, dann Arndt ERS, dann hätten wir im Angebot Laditz VE, das müssten alle LMP1 gewesen sein. In der LMP2 Klasse sieht es wie folgt aus: Wo ist er? Der erste Philipp Jäger müsste da führen von Motorsport for All. Tobias Sonnenberg. Sonnenberg ist, glaube ich, SKS hier, ne? Also Speedy Konzert. Ne, Sonnenberg ist der Killerfisch. Da haben wir doch. Ah, jawohl. Killerfisch. Nonja Quadriga Corsa. Stuttgart VRS. Matzenbacher ist. Handrum, oder? Was? Matzenbacher ist Online Simulation. Also USA. Ja, ich tausche das immer, ob Tantrum ist heute, glaube ich, gar nicht am Start, oder? Kann das sein? Nein, das war Benjamin Rösler, glaube ich, ne? Genau. Ach, Rösler, da gab es doch auch am Anfang diesen Mismatch, glaube ich. Also das war doch der dann geflogen worden ist. Wobei ich ja glaube, dass er da selber noch nicht mal schuld dran war, sondern dass das in Form eines Gastes zugeschlagen hat. So, also, danach Seider im VE-Auto. Das... Seider. Jetzt muss ich mal weiter gucken, ob da noch einer fehlt. Ich glaube nicht. So, da kommen wir zur GD1. Da führt. Ich glaube, mir fällt ein Ei aus der Hose. Bödige vor Vogt. Also Chor vor Killerfisch Corvette. Vor Green Flashes Salin. Verfomodo 2 in Form von Sascha Kabel. Dann hätten wir den Markus Gerzak im WH Racing Auto. Moment, vor dem Gerzak kommt noch der Herr Schröder auf B20, der ja gebeutelt den habe ich, den habe ich übersehen, siehst du, da bricht man durchs GD2-Feld. Stimmt, Schröder im Killerfisch Salin, dann Gerzak im WH Racing Lamborghini, und das müssten sie gewesen sein. Dann kommt noch Haverkamp. Wo ist denn der? Sehe ich nicht. Ja, stimmt, ich sehe ihn gerade auch nicht, aber er ist... Hallo? Jetzt bin ich aber übertrieben überrascht. So, ich habe den Haverkamp schon sehr lange nicht mehr gesehen, ich gucke jetzt nochmal. Da ist er aber, er fährt noch. Er wird nur im Timing nicht angezeigt, aber er fährt noch. Doch, Platz 24, der ist letzter. GD1. Ja.
dann geht's weiter in der GT2. Da ist der Führende momentan Marco Siegmann, der jetzt in der Box übrigens eingebogen ist. Damit dürfte der aber die Position verlieren. Wieso ist der in der Box? Richtig. Müsste eigentlich auch eben gewesen sein. Also nee, der maximal war noch nicht, halt der er war, den Tank. Der war noch nicht, der kommt jetzt zum ersten Mal rein. Was mich jetzt noch wundert, ist, dass der Bart jetzt so nah hinten dran ist. Da müsste ja eben aber nach einer Stunde 15, das ist ein bisschen zu viel für ein GT2. Das war, ist in ihr erster Boxenstopp. Ich sehe es hier im Timing. So, Patrick Müller hat jetzt das Auto übernommen, übrigens. Was mich jetzt nur wundert, ist trotzdem, dass der Bartel so weit davor ist. Das nächste, was mich wundert, ach nee, der ist draußen, Müller. So, Müller ist jetzt ungefähr 5,5 Sekunden, 6 Sekunden, 7 Sekunden, so in dem Dreh hinter Bartels. Mal gucken, wo sich die Zeit einbringt. So, jedenfalls. Also, führender GT2 ist Christoph Bartels von M-Technology vor Patrick Müller, Core Motorsports Junior. Auf Platz 3 Lukas Hausen hier im Bild. Vor Markus Walter. Das ist korrekt. Ja, Markus Walter, auch Heat Racing müsste das sein, auch wenn hier Motorsport Vorline geblendet wird. Die Anzeige, die stimmt nicht mehr hinten und nicht mehr vorne, deswegen gekonnt ignorieren. Der Name Markus Wald stimmt aber. Dahinter ist Alex Sturm von All-Star Racing. Vor Wolfgang Wiedenauer, USR. Markus Nofke, VE Ferrari ist das. VE Spiker. Stimmt. Den Ferrari, den fährt ja normalerweise der Herr Peklo und der startet ja heute gar nicht. Ja. So, und die Ausfälle des heutigen Tages wären Christoph Düger, VE Lamborghini. Fabio Schürmann ist praktisch der Porsche von Schimpfgleich, helf mir, hier Motorsport for All. Richtig. Und Steven Techer, No Limit Motorsport LMP2. Das war's. Wir sind wieder im Überblick. Hier haben wir den Herrn Becker hinter dem Herrn Arndt. Direkter Zweikampf. Ja, und was wir noch vergessen haben, ich stehe vor dir in der Box, trotz Ausfall. Also ich bin auf einer Position vor dir, obwohl ich ausgefallen bin. Ja. Du kannst aber auch gar nichts, echt. Ja, tut leid, jeder hat so seine Schwachstellen, ne? So, ich gehe jetzt gleich heim, also ich tue jetzt gleich das Bild übrigens abschalten, weil wir haben angeblich schon wieder Bildstörung. Verstehe es noch nicht. Ich verstehe es nur. Verstehe es nicht. Ja, ich gucke mir das gerade mal an und dementsprechend überlege ich mal, was wir gleich machen. Also wir haben auf jeden Fall wieder das Problem, dass der Ton läuft, das Bild nicht. Ja, dann sollte man jetzt regelmäßig was sagen, dann fühlen sich die Leute vielleicht doch noch unterhalten. Aber selbst der 360p läuft nicht. Sehr seltsam. Thank you.
Ja, also wir müssen da uns wirklich entschuldigen, weil das Problem ist wirklich eins von O3D, also von dem Breitbandanbieter. Was nicht in unserer Macht steht, dies zu lösen. Aber du sagst gar nichts mehr, was ist denn los? Ich bin konzentriert. Auf was konzentrierst du dich denn? Wir haben übrigens einen Gast oben im Chat. Aber ich muss erst mal Ah. warten. Jetzt läuft das Ja. 360er-Bild, läuft jetzt wieder. Nee, ich will gar nichts sagen. Es läuft nicht. Ja, ich persönlich bin ja ein bisschen geknickt. Jetzt wäre jemand in der Lage gewesen, sogar mehr als ein Fahrzeug, dem Herrn Bödecke Paroli zu bieten. Und jetzt haben alle so Pech, dass der doch wieder vorne ist. So, also, ich kriege jetzt übrigens die Meldung für alle, die dies nicht mitkriegen oder nicht mitkriegen sollten. Wir wechseln jetzt wahrscheinlich den Kanal, also wir gehen von dem Kanal 5 weg. Wo wir genau hingehen, weiß ich noch nicht. Das müssen wir gleich mal rausfinden. Sucht euch einen aus, dort wo dann irgendwann wieder RLMS oben rechts steht, beziehungsweise Endurance TV, da sind wir dann auch. Und dementsprechend, ja, bis gleich, würde ich sagen. Tschüssi.